Auch das Splatfest im April von Splatoon 2 kommt leider extrem unpassend, denn wahrscheinlich hätte ich es nächste Woche live streamen können. Nun ja, wie dem auch sei, dann müssen wir dieses Woche nochmal mit einem Video leben. Hilft nix. Dafür ist aber das Thema relativ cool gewählt, muss ich Nintendo lassen. Und zwar geht es darum, mögt ihr eure Popcorns lieber salzig oder süß? Und da würde mich tatsächlich einmal eure Meinung interessieren. Seid ihr eher mehr der salzige Typ oder eher mehr der, die Popcorn gerne süß isst? Ich bin absolut der Salztyp, was das angeht. Wenn ich mal die Wahl habe, mir süße Popcorn zu kaufen, dann wirklich nur im schlimmsten Notfall. Und ich bin absoluter Popcorn-Fan. Das muss ich auf jeden Fall auch dazu sagen. Jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe, es muss mindestens eine mittlere Tüte Popcorn sein und noch ein schönes Getränk dazu. Ansonsten geht Kino einfach gar nicht klar. Und deswegen wähle ich Team Salzig. Hoffentlich werden die Matches heute nicht salty. Badum. Ja, so sieht's aus. Ich bin auf Team Salzig und ich glaube, ihr dürftet wieder oben eine Anmerkung finden, auf der ihr auswählen könnt, ob ihr eher mehr salzig oder süß seid. Eine Sache, die ich aber nicht verstehe hier bei diesem Splatfest-Thema ist, wo sind die anderen Geschmackssorten? Ich habe schon mit ein paar Leuten im Discord geredet und die sagen auch, ey, Butter ist der einzig wahre Geschmack bei Popcorn. Und ich muss tatsächlich auch zustimmen, wenn ich die Wahl habe, mir salzig oder salzig mit Butter zu holen, dann hole ich mir salzig mit Butter, weil das schmeckt einfach noch ein Ticken besser. Allgemein, was das auch angeht, Popcorn bei mir zu Hause kommen nur aus der Mikrowelle, falls es euch interessiert. Ich weiß, absolut ungesund, aber ich bin einfach zu faul, mir da die in den Topf zu hauen und dann. Und ich hatte mal einen Popcorn-Automaten, der ist aber leider kaputt gegangen und deswegen gibt's halt jetzt nur noch Mikrowellen-Popcorn. Ich weiß nicht, die haben auch irgendwie so einen besonderen Geschmack. Also mir schmecken sie. Und wie gesagt, dann meist einfach immer die mit Butter. Ansonsten, wenn ihr nicht süß und nicht salzig seid, dann seid ihr eher der Nacho-Fan im Kino oder was holt ihr euch so im Kino? Käse-Popcorn gibt's, soweit ich weiß, nicht im Kino, aber gibt's auch. Also Mikrowellen mit Popcorn mit Käsegeschmack. Und, oh, wir sind direkt auf der neuen Wandelzone. Das ist ja interessant, das fängt relativ gut an. Und ansonsten gibt's ja oder gab es vor kurzem noch, nebenbei erwähnt, relativ Standardrunden hier. Wir spielen mit dem Klecksroller, meiner Standardwaffe eigentlich hier in Splatoon, aber ich habe gerade irgendwie keinen Bock gehabt zu wechseln. Farben finde ich relativ cool, passen so ein bisschen. Salzig ist ja eher so dunkelblau, blau in die Richtung und süß, ja, orange, ist okay. Finde ich okay. Ist ein cooles Splatfest-Thema. Geht zwar erneut wieder ums Essen, also ich weiß nicht, was Nintendo da immer hat, warum die dauerhaft hier ihre Splatfest-Themen übers Essen machen, aber dieses Splatfest finde ich tatsächlich ein bisschen gelungen. Also von der Themenwahl her. Geht definitiv schlimmer, würde ich mal behaupten. Ja, ne, und ansonsten gab's bei uns im Laden mal, die Geschichte möchte ich jetzt erzählen, einfach weil es perfekt dazu passt. Ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig, Kollege. Gab's bei uns im Laden mal Schokoladenpopcorn. Popcorn mit so einem Schokoladenüberguss. Muss man sich halt vorstellen, wie die süßen Popcorn, nur eben, dass da Schokolade drüber liegt. Und das war halt auch Mikrowellenpopcorn. Und ich glaube, da waren so kleine Schokoladenkerner neben den Maiskernen in der Verpackung drin. Ich habe mir auf jeden Fall, als ich die gesehen habe, die waren auch neu, die waren neu markiert. Also stand auch wirklich neu bei denen im Regal dabei. Und als ich die gesehen habe, habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, das muss ich ausprobieren. Und falls ihr die mal seht oder falls ihr sie selbst mal gekauft habt, das würde mich auch mal brennend interessieren. Habt ihr die gesehen, als die mal im Laden waren? Ich glaube, die gibt es mittlerweile nicht mehr aus bestimmtem Grund, zu dem wir gleich kommen. Autsch. aber was mir halt interessieren würde, habt ihr die auch gesehen? Und falls ja, habt ihr die mal probiert? Also, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas komplett verhauen habe in der Mikrowelle, aber die waren ekelhaft. Die waren richtig ekelhaft. Ich weiß nicht, ob Schokolade in der Mikrowelle allgemein eine blöde Idee ist
oder ob das jetzt irgendwie an mir lag, ob ich das irgendwie falsch zubereitet habe, was eigentlich auch nicht sein kann. Vielleicht waren sie zu lang drin in der Mikrowelle. Das kann sein, ja. Aber, oh mein Gott, das waren echt keine guten Popcorn. Das kann ich euch jetzt schon mal erzählen. Also Schokoladenpopcorn. Wenn ihr die Wahl habt, Leute, kauft sie euch nicht. Außer ihr wollt wirklich mal was Schlechtes probieren. Dann ist es vielleicht gar nicht mal so eine blöde Entscheidung. Oder wenn ihr einfach mal was Neues ausprobieren wollt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir Schokoladengeschmack bei Popcorn nicht nochmal zulegen werde. Das ist auf jeden Fall meine Entscheidung. Ansonsten ja, wie gesagt, was seid ihr für Popcorn-Geschmackstyp? Salzig, süß, Käse, Schokolade? Oder seid ihr eher allgemein kein Popcorn-Fan? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Das ist so das Erste, was ich euch hier mit diesem ersten Video über das Splatfest mitgeben möchte. Und wir verkacken direkt das erste Match. Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Ansonsten, oh, war super, wir sind wieder hier. Ah, schlechte Erinnerungen. Auch wenn die Idee mit den Grappling Hooks mal wieder relativ cool ist, also greifen wieder mal was aus dem Singleplayer auf. Gab schon bessere Wandelzonen-Maps und naja, der Verlust oder die Niederlage von gerade eben, die drückt mir noch stark in den Schuhen, auch wenn ich keine anhab. deswegen, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich hier nicht so zu Hause auf der Map. Wie dem auch sei, ich wollte dieses Video noch so ein bisschen machen wie so ein Livestream, bei dem ihr mir Fragen stellen könnt. Und deswegen habe ich auf Discord heute Vormittag, ich nehme das hier gerade um Punkt 0 Uhr auf, habe ich heute Vormittag auf Discord und auf Twitter gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen habt, die ich doch beantworten solle hier in diesem Splatfest-Video. Leider kamen nicht so viele Fragen zusammen, deswegen, beziehungsweise es wurde eigentlich gar nichts gesagt, bis auf von, ich glaube, Knochenmotte war es. Ich kann das gleich nochmal nachgucken, wenn ich tot bin. Gucke ich einfach mal ganz kurz nach, wer mir denn da was geschrieben hat, wer denn meinen Kommentar überhaupt durchgelesen hat im Discord-Server. Habe ich die Frage bekommen, ich sollte doch mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen, was denn so für Projekte demnächst auf dem Kanal anstehen. Zwecks Livestream, zwecks Let's Play, was startet die nächsten Tage? Das wurde ich gefragt und ich glaube, das ist gar nicht mal so blöd, darüber zu reden, da vielleicht so der ein oder andere Zuschauer sich denkt, hey, falls jetzt Domtendo wieder typisch wie immer früher sein Let's Play startet, ist es vielleicht gar nicht mal so eine blöde Entscheidung, sich das anzugucken, oder ist es eine blöde Entscheidung, sich das anzugucken, weil dann kann ich das Let's Play ja bei Ultra gucken. Und deswegen so ein bisschen frühzeitige Werbung, könnte man sagen, ist das jetzt für meinen Kanal. Ich nutze die Gunst der Stunde. Ich finde es eigentlich eh relativ cool, dass schon wieder ein Splatfest ist. Die kommen immer praktisch. Vor allen Dingen in diesen Videos kann ich dann immer so schön über meinen Kanal reden, was zurzeit ansteht und so weiter. Und deswegen finde ich dieses Splatfest eigentlich immer relativ geil. Da kann man, ne, vor allen Dingen, wenn das halt dann noch im Livestream ist, dann kann ich auch immer noch so ein paar auf eure Fragen eingehen. Jetzt gerade musste ich es halt dann lösen, indem ich, wie gesagt, halt eine Frage auf Discord und Twitter gestellt habe. Hilft nix, müssen wir dieses Monat noch damit leben. Nächstes Monat gibt's dann endlich wieder Livestreams. Ich kann es euch versprechen, sobald es funktioniert, starten wir auch direkt durch mit einem Livestream zu Ahead in Time. Da ist nämlich ein Update rausgekommen, mit welchem man die Mod-Level spielen kann. Und tatsächlich zählt das zu den 100% dazu. Wir müssen 30 Mod-Level spielen, um derzeit die 100% in dem Spiel zu erreichen. Und das werden wir natürlich live machen. Und da werde ich dann auch, sobald das Livestreamen auf meinem Kanal wieder funktioniert, direkt den Livestream ankündigen. Und dann düsen wir mit Ahead in Time wahrscheinlich als erstes Livestream-Projekt nach der ewig langen Livestream-Pause wieder durch. Und so wird das Ganze dann noch dieses Monat sogar wieder starten. Und nächstes Monat habe ich was ganz was Großes vor. Und dazu kommen wir im nächsten Match. Also ein großes Livestream-Projekt habe ich geplant.
Und natürlich die Splatfests wieder im Livestream. Und dann natürlich gehen wir noch kurz auf das ein, was ihr die nächsten Monate auf meinem Kanal erwarten könnt. Auch wenn es eigentlich keine allzu große Überraschung sein dürfte, solltet ihr meine Let's Plays gucken, habe ich das so oder so schon mal angesprochen. Aber Hidden Time könnt ihr euch schon mal vormerken, wird noch dieses Monat kommen. Und wir spielen ein paar Mod-Level, wenn ihr da ein paar Wünsche habt, also solltet ihr das Spiel selbst besitzen, dann immer her da mit dem Discord. Addet mir oder taggt mich einfach, also add ultra im Discord und dann schickt mir halt einfach einen Link zu der Steam-Workpage-Seite, zu dem Mod, den ihr gerne sehen möchtet. Und dann werden wir den wahrscheinlich im Livestream spielen, dann werde ich den direkt abonnieren, sobald ich von euch den Link bekommen habe. Muss halt eine Welt sein, also jetzt keine Farben und so weiter, ist keine Outfits, keine Hüte, weil die Community macht auch immer wieder neue Hüte. Es gibt zum Beispiel den Mario Odyssey Hut, komplett funktionstüchtig in der Head in Time, aber das wollen wir natürlich nicht. Wir brauchen 30 Level und wenn ihr coole Level habt aus Head in Time, ich weiß, es gibt ein paar Sunshine Level, die werden wir höchstwahrscheinlich spielen, weil ich bin ein riesen Sunshine Fan, wie ihr ja wisst. Und deswegen, das werde ich mir auf jeden Fall vormerken. Aber solltet ihr noch irgendwelche Wünsche haben, guckt euch gerne mal den Workshop von der Hidden Time an. Dann sagt mir Bescheid und wir werden uns das dann angucken. So, was wollte ich jetzt ansprechen? Genau, das große Livestream-Projekt nächstes Monat. Ich weiß nicht, wie viele es von euch interessieren wird, denn wir hatten davon schon 309 Parts auf meinem Kanal. Und deswegen könnte es vielleicht ja nicht mehr allzu interessant sein. Die Rede ist von nichts anderem als Hyrule Warriors. Und zwar habe ich sehr, sehr lange drüber nachgedacht, wie ich denn dieses Projekt jetzt behandeln möchte. Und ich bin letztendlich zu einem Schluss gekommen, wir werden sehr wahrscheinlich livestreamen. Jetzt habe ich ja so oder so schon Fire Emblem Warriors nicht gelivestreamt. Das habe ich jetzt privat spielen angefangen, weil ich jetzt im Mega-Hype bin auf Hyrule Warriors. Und deswegen habe ich Fire Emblem Warriors privat angefangen und durchgespielt. Und ja, warum ist gerade mein Bildschirm ausgegangen? Hör auf damit, Bildschirm. Finde ich nicht okay. Deswegen werden wir Hyrule Warriors jetzt livestreamen. Wie das alles stattfinden wird und wie oft wir in der Woche das spielen werden, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin kein Vollzeit-YouTuber. Ich gehe nebenbei noch zur Schule, muss lernen, muss Sachen erledigen. Und deswegen kann ich mich da nicht komplett drauf konzentrieren und nicht jeden Tag einen Stream machen. Das muss man einfach dann einfach mal hinnehmen. Aber ich werde natürlich versuchen, so gut wie möglich zu streamen. Und wir werden dann 100% spielen. Dieses Mal wirklich. Also, ne, dieses Mal brechen wir nicht ab. Keine Sorge. Dieses Mal spielen wir wirklich alles in Hyrule Warriors. Auch die neuen Maps, einfach alles. Und das wird als Livestream-Projekt kommen. Da wird man relativ viel mit mir reden können. Und ist sowieso ein relativ langes Spiel. Deswegen, lasst euch das einfach mal durch den Kopf gehen. Startet direkt am Release-Tag natürlich mit dem ersten Livestream. Ich kann euch leider noch nicht sagen, wann genau. Aber wenn ihr mich abonniert habt, ich werde sowieso mit Hilfe eines Events ankündigen, um wie viel Uhr das dann stattfinden wird, das in der erste Stream von Hyrule Warriors, dann dürftet ihr es eigentlich mitbekommen. Und ansonsten Twitter, Discord, sind alles wunderbare Seiten, wo ihr immer auf dem Laufenden seid bezüglich mich und meiner Videos. Das sind so die zwei Überraschungen, die ich im Livestream plane. Jetzt kommen wir gleich zu den Let's Plays, die ich dieses, nächstes und wahrscheinlich auch übernächstes Monat, weil so viel kommt ja nicht raus, plane. Und das sind tatsächlich gar nicht mal so viele Überraschungen, wie man vielleicht sich hoffentlich erhofft. Wie man wahrscheinlich mitbekommen hat an der ersten Nachricht zu den neuen Projekten, möchte ich so ein bisschen an der neue Spiel-Hype-Welle mitspielen. Also, große Konkurrenz mit Domtendo und so weiter, tut mir leid. Aber würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Projekte dann bei mir guckt. Ich bin ja ein kleinerer Let's Player und
da freut man sich natürlich über jeden einzelnen Zuschauer, auch wenn natürlich Release-Spiele man definitiv lieber bei etwas Größeren guckt, freue ich mich über alle, die hier bei mir einschalten und deswegen, wir spielen am Release-Tag Donkey Kong Country Tropical Freeze, natürlich 100%, ich weiß noch nicht, ob wir die 200% machen, ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch das umwandeln in ein Livestream-Projekt und zwar habe ich auch vor mir überall Shiny Gold zu holen und wow, da ist ein Laser-Typi. Geh drauf, dankeschön. Und zwar gibt es dort Shiny Gold Medaillen zu sammeln, das werden wir höchstwahrscheinlich vielleicht das ein oder andere Level im Livestream gemeinsam machen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber es gibt halt auch noch den Spiegelmodus, der zählt zu den 200% wirklich dazu. Nicht so wie die Shiny Gold Medaillen, die zählen nämlich nicht dazu. Och Mann, den habe ich nicht gesehen, dass der schon wieder da oben steht, der spast. Und das möchten wir natürlich machen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt die 200% machen möchte. Wie sieht's bei euch aus? Wenn wir das Spiel einmal durchgespielt haben im normalen Modus, würde es euch interessieren, den Hard-Modus direkt hinterher? Oder findet ihr das jetzt nicht so toll? Würde mich mal interessieren, eure Meinung. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Müsst ihr nicht. Umfrage werde ich dafür jetzt keine machen. Wir bleiben einfach bei der einen Umfrage mit salzig und süß. Und das ist so das erste Projekt, was wir starten werden. Demnächst sogar. Nächstes Monat, 5. Mai, geht's los damit. Und Spaß, ey. Guck, wie er wegschwimmt. Guck, wie er wegschwimmt, der Ekelhafte. Oh, dreckiger. Dreckiger Wicht. Wow. Natürlich. Guck, hier ist auch weg. Weiter geht's mit, was sogar noch heute startet. Das kann ich mal eine Bombe droppen. Und zwar Shantae, Half-Genie Hero. Ich habe von WayForward mal wieder relativ freundlich einen Preview-Code bekommen. Und deswegen einen Pressecode nennt man das. Und deswegen kann ich den neuen DLC, welcher am Dienstag, den ich glaube 10. oder 12. Warte, heute ist der 8., wo ich das hier aufnehme. Das ist Sonntag. Montag, Dienstag, ja, dürfte der 10. sein. Erscheint der DLC für alle für 7,99. Und ich habe eben, wie gesagt, den Pressecode erhalten, kann ihn deswegen schon etwas früher starten. Wir starten deswegen heute Sonntag, 18 Uhr, mit den neuen Shantae DLC. Das kann ich schon mal droppen und ich hoffe, ihr schaltet auch da wieder ein, auch wenn es natürlich wieder mal dieselben Level sind wie bei jedem anderen Scheiß-DLC auch. Falls euch interessiert und ihr euch den DLC auch kaufen wollt, 7,99 wird der schöne DLC kosten, fügt 3 weitere Modi hinzu und falls es euch interessiert. Ich werde es sowieso noch meinem Partner ansprechen. Danke an WayForward an der, nur bei der Gelegenheit, einfach mal Danke sagen. Also nochmal kurz zusammengefasst, Donkey Kong Country Tropical Freeze, wollt ihr Spiegelmodus direkt hinterher oder nicht? Ich weiß nicht, ich hätte irgendwie Bock drauf. Vor allem, da ich den Spiegelmodus halt noch nie gespielt habe und ich hätte gerne mal eine wirklich komplette Datei in Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wie dem auch sei, machen wir weiter mit noch weiteren Projekten, die noch kommen werden, irgendwann die nächsten Tage, wenn sie halt erscheinen. Ein großes Projekt, was ich schon angekündigt habe, ist Lego die Unglaublichen. Das möchte ich auf jeden Fall spielen. Erscheint zeitgleich mit dem neuen Lego die Unglaublichen Film. Lego die Unglaublichen 2, nicht Lego die Unglaublichen, die Unglaublichen 2. 15. Juni im Kino. Und 15. Juni erscheint dann auch das offizielle Spiel davon, von Lego. Mein erster Film war nicht Lego die Unglaublichen, war nicht die Unglaublichen. Mein erster Film im Kino, den ich je gesehen habe, war Findet Nemo. Davon gab es ja bereits ein Let's Play. Aber mein zweiter Film, den ich jemals im Kino gesehen habe, da war ich, weiß ich nicht, 7, 8 Jahre oder so, war Die Unglaublichen. Und ich weiß, ich bin kein großer Fan von Superhelden, aber ein Disney-Film.
Und Disney hat mit ihren Filmen noch nie was falsch gemacht. Selbst die heutigen Filme von Disney, super gut. Die heutigen Serien von Disney, super gut. Also ich kann mich beim besten Willen über Disney nicht beschweren. Und ich glaube auch, dass der zweite Teil von Die Unglaublichen wieder mit richtig viel Liebe, merkt man schon in den Trailern, richtig gut sein dürfte. Und deswegen starten wir auch Lego Die Unglaublichen. Ich weiß noch nicht genau, ob es am 15. oder erst am 16. starten wird, weil ich möchte mir gerne am 15. direkt den Film gönnen im Kino. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da die Zeit finden werde, das direkt aufzunehmen. Aber wir werden das Projekt starten. Ob jetzt pünktlich, einen Tag früher oder einen Tag später, kommt ganz drauf an, wann ich das Spiel natürlich wieder bekomme. Aber wir werden es machen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und ich habe auch schon gemerkt, der Hype ist ein bisschen da auf das Spiel. Der Hype ist ein bisschen da, vor allen Dingen, da wahrscheinlich nicht so viele das machen werden. Wir machen ja gerade noch Lego City Undercover, deswegen das Projekt muss dann auf jeden Fall noch enden, bevor wir dann mit, oh, das war wieder richtig klug, ultra super reingesprungen. Also ich versuche demnächst mega viele Lego City Undercover Parts rauszuhauen, damit wir das abgeschlossen haben bis zum 15. Juni. Und dann können wir, na, mit dem nächsten Lego-Spiel weitermachen. So, ja, ansonsten habe ich noch Octopath Traveler auf der Liste. Das habe ich ja schon auf der Liste, seit die Nintendo Switch draußen ist, seit das angekündigt wurde das erste Mal. Fand die Demo super, die haben wir ja auch gelivestreamt gemeinsam und die war einfach göttlich. Und ja, kann mir nichts Besseres vorstellen. Wir werden Octopath Traveler auf jeden Fall spielen. Wie viel und wie oft wir die Story spielen werden, ich weiß es nicht, weil es gibt ja 8 verschiedene Storylines in dem Spiel. Aber wir werden es auf jeden Fall spielen. Und ansonsten, Captain Toad Treasure Tracker wird auch endlich in Let's Play kommen, wenn das dann für die Nintendo Switch erscheint. Und das letzte Spiel hebe ich mir damit dann auch für das letzte Match hier in diesem Splatoon 2 Splatfest Video auf. Und dann hoffe ich, habt ihr so eine geraume Vorstellung, was euch so in Zukunft hier auf dem Kanal erwartet. Natürlich schließe ich Spontanprojekte nicht aus. Schöner Fehler bei der Datenübertragung. Spontanprojekte schließe ich nicht aus, Retro-Projekte oder so irgendwie, falls ich Bock drauf bekomme auf irgendein Retro-Spiel, was jetzt nicht so lang geht, weil ihr merkt, wir werden definitiv die nächsten 2-3 Monate voll mit Projekten sein, bis nach oben hin. Und ja, wie gesagt, Spontanprojekte schließe ich nicht aus, aber ich habe derzeit nichts in Planung. Sollte ich irgendwie großen Bock kriegen oder irgendwas richtig Geiles erscheinen, auf das ich mega Bock bekomme. Ich glaube, in meiner Steam-Wunschliste habe ich aber nichts, was mich jetzt spontan ansprechen wird, wo ich mir denke, hey, dazu musst du ein Let's Play machen, weil ich kann ja mal spontan hier live nachgucken. Zeig mal her, Wunschliste. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da kommt nichts raus. Ja. Ja, so sieht's halt aus zurzeit. Schön. Oh, Server sind tot. 0.15 Uhr. Server tot. Schön. Gut, Nintendo. Richtig gut. Ja, schließlich nicht auch Spontanprojekte. Sonic Mania wurde ja endlich als Retail-Fassung für die Nintendo Switch angekündigt mit 2 neuen Charakteren. Oh, Stufe 8 Stern. Krass, da hat jemand gesuchtet. Und ich glaube, wir werden auch dazu dann ein Let's Play am Release für die Nintendo Switch machen. Dann gibt's endlich bei mir Sonic Mania auch endlich am Kanal. Also für alle, die es interessiert, wir haben ja Sonic Forces bereits 100% gemacht. Dann machen wir auch Sonic Mania, den Vorgänger, der so ein bisschen erzählt, wie Classic Sonic überhaupt zum modernen Sonic gefunden hat. Freut mich. Freut mich nebenbei erwähnt, dass da eine Retail-Fassung erscheinen wird. Angekündigt wurde außerdem Spyro für so gut wie alle Konsolen, mehr oder weniger. Und das soll es auch eine ein Remaster geben, alle 3 Spiele von Spyro. Das wird aber nicht auf meinen Kanal kommen. also das könnt ihr direkt ausgrenzen. Ich bin kein Spyro-Fan, ich habe noch nie ein Spyro gespielt, vielleicht wäre ich einer. Aber ich möchte mir jetzt auch die Spyro Remaster nicht holen. Möchte ich direkt dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich mich dann begeistern würde für Spyro, wenn ich es mir holen würde. Aber, scheiß Bastard.
aber ich hab's nicht vor. Also Spyro wird nicht kommen, aber trotzdem ein anderes Sony-Franchise wird auf meinem Kanal kommen. Wurde bei der Direct angekündigt, Crash Bandicoot. Und oh mein Gott, freue ich mich riesig darauf, endlich mit dieser Serie in Kontakt zu kommen. Crash war ja, seit man denken kann, Sony-exklusiv, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Es gab zwar hin und wieder Ableger für Nintendo-Konsolen. Ich habe zum Beispiel einen GameCube-Teil, zu dem ich aber noch nie gekommen bin, den zu spielen. Und deswegen, ich freue mich riesig, endlich mal einen Crash Bandicoot-Teil zu spielen. Und da die Insane Trilogy für die Nintendo Switch erscheint, ist das natürlich die perfekte Möglichkeit, endlich für mich Crash Bandicoot zu entdecken. Und wir werden, sobald das erscheint, natürlich starten zu Let's Playen. Vorerst ist aber nur geplant der erste Teil in der Trilogie. Ich weiß nicht, ob ich danach direkt wieder Zeit und Platz auf meinem Kanal habe, den zweiten Teil zu bringen. Aber sollten wir Zeit und Platz haben, dann wird es direkt mit dem zweiten Teil weitergehen. Aber am Anfang, wenn das dann erscheint für die Nintendo Switch, ich habe den Release, da das Release-Datum nicht im Kopf, aber ich glaube, es ist sowieso erst irgendwann im Juli, dann werden wir nur den ersten Teil spielen und ja, den zweiten und dritten dann irgendwann zeitlich passend nachreichen. Aber das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass das so ein, ja, ich weiß nicht, wie lang der erste Teil sein wird. Wird wahrscheinlich relativ kurz, weil es ist halt ein Retro-Spiel. Wird auf jeden Fall kein kurzes Let's Play, denn ich habe schon mitbekommen, dass es da einige Collectibles gibt, die mega schwer zu sammeln sind und auch Zeitherausforderungen auf Platin zu meistern gibt. Und das alles werden wir machen. Wie genau, kann ich euch noch nicht versprechen, aber wir werden es machen. Wahrscheinlich die Collectibles im Let's Play und die Zeitherausforderungen dann entweder zusammengeschnitten im Let's Play oder eben als Livestream. Oder vielleicht sogar beides. Vielleicht ein Livestream, den ich aufnehme und dann zusammenschneide. So dass man dann einen Part hat, wo ich alle nach... Ich weiß es noch nicht. Ich kann euch da noch nichts genaueres versprechen, aber das sind so auf jeden Fall die Spiele, die irgendwann demnächst kommen werden auf meinen Kanal, je nachdem eben, wann sie erscheinen. Die Datume findet ihr zu den Spielen auf Google. Einfach mal danach suchen, dann wisst ihr, wann das Let's Play losgeht. Ist nämlich genau das Datum, wo das Spiel rauskommt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das ein oder andere Projekt bei mir auf den Kanal guckt. Außerdem freut mich, dass wir die meisten Matches dann dennoch noch gewonnen haben hier in Salzig gegen Süß. Also es sieht relativ gut sogar für Salzig aus, würde ich sagen. Also ich denke, die meisten werden sowieso salzige Popcorn essen und keine süßen. Also ich kenne wenig Leute, die süße Popcorn essen. Meine Schwester wurde davon richtig begeistert, nachdem die mal probiert hat. Aber ich bin und bleibe ein Salzfanatiker. Und ja. Würde mich freuen, wenn ihr bei den nächsten Projekten wieder einschaltet. Heute 18 Uhr, Shantay. Ich habe es bereits angekündigt. Freue mich da auch natürlich wieder von euch zu hören. Und ja, das war Splatoon. Und demnächst hoffentlich wieder bei Livestreams. Meine Güte, ey. Die sollen mal hinne machen da bei Gaming Clerks.